So, Hallöchen zurück zu unserem kleinen Wir lassen uns von Dres Caption Aktionen. Hier ist Dres, hier sind wir. Und jetzt heißt es Vollgas drauf zu und im letzten Moment bremsen. Klingt nach einem Plan, oder? So. Ihr seht, unsere Flugbahn ist ziemlich... Oh, zoom doch mal. Warum kann ich da nicht ranzoomen jetzt? Was ist denn hier los? Okay, geht offensichtlich nicht näher ran. Tja. Oh, wir haben noch ganz schön Science angesammelt. Das könnten wir eigentlich mal schicken, wenn wir gerade dabei sind. Und, Moment. Da wir im Dresorbit sind, können wir ganz neue Forschung machen, die wir bisher noch nie gemacht haben. Sobald das Uploading fertig ist. Okay. Herzlich willkommen zurück übrigens zum Kerbal Space Program. Ich bin nur ganz aufgeregt, was ich mir mit der Orion jetzt hier durch die Gegend schubbern. Und das läuft ganz gut soweit, also im Vergleich zu anderen Missionen. Ist das soweit ganz gut gelaufen? 36 Science, ja, schick das mal. Das Thermometer, komm, schmeiß deine... Weißt du, das Thermometer, die Daten vom Thermometer können wir in Science Lab stecken eigentlich. So viel Platz ist da noch. Und dann schmeißen wir sie weg und nehmen neue Daten mit dem Thermometer, und zwar 24 Science, die wir nach Hause schicken. Okay. Dann Graviolometer. 140. Schade, sind 140 Daten, die wir irgendwie ins Forschungslab stopfen könnten, theoretisch, aber. Naja. Weg damit. Nach Hause senden. Okay. Ah, das. So, Moment. So, hat er nach Hause geschickt. Nehmen wir neu auf und behalten wir. Und. Ja, komm, schmeiß es weg. Den Gu-Kornister öffnen wir neu. Und kriegen 18 Zeilen. Wow. Naja, was soll's. Ja, transmitten wir das mal. Okay. Und die Material Bay sollten wir auch resetten. Das werden wir jetzt machen. Dafür machen wir alle Lichter an. So. Und Nate Natuis steigt aus. Hedges obstructed. Machst du mich fertig? Hier sollst du aussteigen. Boah, ich habe gerade schon wieder ein Solarpanel gesehen, habe direkt Panik bekommen. Okay, wie lässt die jetzt los? So, okay, Jetpack aktivieren. Okay, ganz langsam, ganz langsam. Restore. Gut, andere Seite, können wir auch das restoren? Oh, das ist zu weit weg. Wenn wir vielleicht ein bisschen, wenn wir wieder reinfliegen. Steckt die Nase rein. Müssen wir jetzt wirklich auf die andere Seite, okay. Ganz langsam. So. Mach dein Helmlicht an. Helmlicht ist an. Okay. So. Okay. Gu-Kornister restored. Alles klärchen. So, dann möglichst wieder schön reinfliegen, ohne ein Solarpanel abzureißen. Das wäre sehr vorteilhaft. So, grab. Okay, wir haben es gegrabt. Und board. Hervorragend. Gut, sollen wir das Science Bay gleich wieder aufmachen? Die würde schon 50 Science geben. Nein. Machen wir Keep Data. Okay. Würde ich sagen, sind wir soweit. Beschleunigen wir ein bisschen. Nicht übertreiben. Wow, 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 wow. Was ist denn hier los? Irgendwie ist das mit der Kamera komisch. So. Okay, so. Da haben wir Dres. Wollen wir direkt mal auf Dres landen? Ich weiß nicht, ob das ehrlich gesagt uns am Ende Sprit besorgt oder Sprit frisst. Wenn es uns Sprit frisst, haben wir ein Problem. Dann sitzen wir auf Dres fest. Okay. Und Vollgas. Was ist denn los? Hallo? Bleibst du bitte auf der Node? Wie sieht's aus? Wie lange werden wir brennen müssen?
Ein entspanntes Weilchen. Ein entspanntes Weilchen, würde ich sagen. Okay, macht nichts. Ups, 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 ups. Komm zurück auf die Note. Okay. Sag mal, hier, bleib auf der Note, bitte. Komm schon. Stell dich an. Wozu hat man einen Autopiloten, wenn er am Ende nicht selber fliegen kann? Ah. So. Okay, bis der brennt, können wir den Scanner ausklappen. So. Und können ihn fragen, was er gerne hätte. Er hätte 25 bis 650. Wie hoch sind wir? Oh, wir sind drin. Wir sind drin. So. Oh oh. Noch 700. Noch 7000 Liter. Ich hoffe, das wird reichen. Dres ist nicht ganz so ohne, ne? Das hat schon ein bisschen Gravitation. Also. Pff. Hoffen wir mal. Was soll's. Okay. So ein bisschen kreisförmig. Ein bisschen mehr. Das zählt das polare Orbit, hoffe ich mal. Okay. Scannen wir. Wo ist er? Hier. Yeah! Scanning funktioniert. Ist doch schon mal was. Ding, ding. Gut, gucken wir es uns gleich an. Wollen wir aber erstmal... Schmeiß es weg. Yay, noch ein bisschen Gravity Data reinholen. Und wir wollen ein bisschen... Barometer Data bringt uns nichts. Okay. Aha. 80%, haben wir 90% irgendwo? Nö. Sieht nicht so aus. Aha. Okidoki. Wo wollen wir landen? Nordpol sieht so ziemlich schlecht aus. Südpol auch nicht besser eigentlich. So ein bisschen auf der Seite wäre gut. Aha. Ja, da sind wir auf der öden Seite. Hier könnte gut sein. Oh ja, seht euch das an. Hier landen wir. Das sieht lecker aus. Gut. Wir sind ausgerichtet. Was sagt unsere Science Can? Können wir da irgendwas Brauchbares mit anstellen? Das Ding nicht. Gut, weg damit. Temperatur? Nicht. Können wir es da reinstopfen? Auch nicht. Ja, dann lösche es. Weg damit. Wir werden gleich landen und dann gibt es genug Daten. Ja, zwei Science. Komm, übermittels. Was soll's. Wie sieht's mit der Dings aus? Mit der, wie heißt es? Materials Bay, glaube ich, heißt die Dinger. Die macht 50 Science, ja, die übermitteln wir auch. Ja, transmitte die. So, ist brav. Okay. Resetten werden wir sie dann auf der Oberfläche. Wobei, nein, 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 nein. Das werden wir nicht auf der Oberfläche machen. Ja, brauchen wir nicht. Okay. Dann fangen wir mal an zu bremsen. So. Und stopp. Wir landen natürlich jetzt auf der dunklen Seite. Das ist jetzt nicht ideal, aber wir werden damit leben können. Wir kommen ganz schön schnell rein. Also das ist mir ein bisschen... Und nur noch 5000 Liter. Ausrichten, bitte. Okay. Control from here. Klick. Okay. Ja, aber bremsen können wir gut. Bremsen ist okay. Da haben wir genug Bremsleistung. Das wird taugen. Lichter sind an. Check. Fußwerk. Weil Fahrwerk ist es ja nicht. Fußwerk ist draußen. So. Ups, ganz langsam. Nicht übertreiben. Okay. Langsam sind wir oberflächennah. Ich sehe gar nichts. Ist alles stockdunkel. Ich hätte jetzt nicht schlecht Bock, einfach irgendwas abzuwerfen. Kerbin abzuwerfen. Werfen wir Derpot ab oder so.
Nur um zu checken, nur um zu sehen, wann es aufprallt und wo zum Teufel die Oberfläche ist. Und warum kippen wir schon wieder zur Seite? Was ist da los? Ist da schon wieder irgendwas? Ah, was ist... Ernsthaft, wieso kippen wir zur Seite? Weil da deutlich weniger drin ist. Das Sprit ist nicht ausgeglichen. So. Nein, 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 nein. Hör auf, hier rumzukippen. Ich habe Angst, dass wir schon langsam Richtung Oberfläche sind. Richtung Starkoberfläche. Und ich habe da echt keine Lust, jetzt hier aufzudatschen. Wir sind voll im Abbaugebiet, das ist gut. Sagt unser Saft. Okay, Saft haben wir noch. Gut. Okay, Licht ist an. Licht ist an. Ich sehe noch gar nichts. Ist noch komplett dunkel. Ich mag keine Nachtlandungen. Ich mag keine Nachtlandungen. Die sind... Ach, die sind bäh. Okay, mit ACS können wir hier auch nicht bremsen. Das können wir auch vergessen. Ernsthaft, ich habe keine Ahnung, wo der Boden ist. Der könnte demnächst kommen oder noch ewig brauchen. Geschweige denn, ob der schief ist. Oder wir in einem Krater landen oder so. Da hinten ist zumindest ein Berg. Okay, bremsen wir einfach mal ein bisschen. Ich habe Schiss, schneller reinzukommen als 10 Meter pro Sekunde. Aber mit 10 Meter pro Sekunde kann ich noch voll die Bremse reinhauen. Wenn wir irgendwie damit 100 Meter pro Sekunde reinschießen, dann sieht es übel aus. Retracte mal den Scanner bitte, dass der nicht abbricht beim Landen. Und das können wir auch mal zumachen. Ist vielleicht ein bisschen geschützt. Ups. Da sind wir, da ist der Boden. Okay. Gut, 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 gut. Nur die Ruhe, nur die Ruhe, nur die Ruhe. Keine Panik, keine Panik. Solarzellen sind noch draußen, bringt uns zwar gar nichts im Moment, aber jetzt gerade... will ich mich nicht darauf versteifen, jetzt im Lande, in der Endstufe des Landeanflugs noch die Solarzellen einzuklappen. Okay, gut ausleuchten. Ein bisschen mehr Licht wäre gut gewesen. Okay. Wir schweben über dem Boden. Und der Boden ist schief. Oh, das ist sau schief. Aber wir landen jetzt hier trotzdem. Uiuiuiui. Okay, ich glaube, wir stehen stabil. Ich glaube, wir stehen. ACS ist aus. SAS aus. Wir stehen. Bora. Bora ausgefahren. Ach ja, Schub. Hier, Engine ausgeschaltet. Und Bora aktivieren. Na, schon geht der Strom in die Knie. Wir spulen ein bisschen vor. Muss ja gleich mal Tag werden. Hoffe ich mal. Oh, schon wieder dieser Bug mit dem Ore. Wir haben sofort volles Ore. Ich meine, ich habe nichts dagegen, aber... Die Raffinerie frisst halt so unglaublich viel Strom. Stop it. Das ist so geil, wir können praktisch nur tagsüber raffinieren. Nachts können wir das voll vergessen. Oh, boah, das braucht ja Ewigkeiten und 3 Tage beim Raffinieren. Seht euch das an. Hoppala, hoppala, hoppala. Schnellvorlauf. Und es ist Nacht. Okay, stopp das Raffinieren. Okay. Hoppala, das heißt, die Bohrer kann ich lange einschalten, solange sie nicht deployed sind. So, Bohrer deployen. Das mit dieser Bug bei meinen trifft nur einmal zu. Beim zweiten Mal muss man wirklich abbauen. So. Abbauen bitte. Okay. Was ist denn jetzt los? Ach, ich habe nicht genug Strom.
Für die ganzen Bohrer. Wow. Was ist denn hier los? Hier ist gerade ein bisschen... Okay. Wisst ihr was? Ich werde hier einfach mal ein bisschen weiter bohren. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, wenn alles inzwischen aufgefüllt ist. Und wenn wir dann endgültig Richtung Jol fliegen. Und dann hoffentlich auf Pol landen. Hoffentlich. Bei Bob müssen wir auch noch vorbeifliegen. Nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch.